ist eins von seinen Spielzeugen. Ja, komm, renn doch dahin. Da ist gerade schließlich ein Kamerad von dir zu Boden gegangen. Das machst du doch sonst auch so gerne. Bäh? Falls du mich hören kannst, und mal ehrlich, das kannst du, sei dir sicher, dass ich gewinnen werde. Auch wenn du die alle fertig machst. Versteckst dich im Dunkeln, was? Denkst du? Darauf ist er nicht. Ich hoffe mal, das sorgt dafür, dass der dann hierher kommt. Ich bin mir sicher, dass es von da kam. Ja. Soll mir das Angst machen? Ja, dann komm doch. Wo zum Teufel bist du? Da. Schrecklich mit denen. Was? Hast du wirklich gedacht, dass du dich mit meiner kostbaren Medizin einfach hier durchschleichen kannst, Bats? Ich meine, natürlich könntest du sowas, aber ich kenne dich doch. Wir beide wissen genau, dass du der Verlockung erliegen und auf dem Weg noch ein paar Schädel spalten würdest. Er ist nicht da drauf. Wo steckt er? Seine Gott, das wollte ich nicht da malen. Hast du ihn gefunden? War das der Klang eines eurer Schädel, der auf etwas Hartes klatscht? Ich hoffe es! Okay, da kommt man nicht so weit. Aber ich habe eine Idee. Eventuell. Hier drüben ist jemand. Mann ausgefallen! Ist keiner da, der mir hilft? Okay, wunderbar. Mal ganz kurz gucken. Ah ne, das ist so ein Stromdings, okay. Erst einmal gucken, was haben wir denn hier noch so? Mache ich mal die Einführung. Das sieht nämlich. Ah, okay. Dann passt das, weil das ist etwas schwammig gerade noch, wie man das anscheinend macht. Mache ich das lieber erstmal so. Okay, gab es hier noch irgendwas? Ich glaube nicht. Kann eigentlich hier raus. Sie beginnen damit, Schilde zu benutzen.
Das schützt sie vor Frontalangriffen, aber nicht vor Angriffen von oben. Wie ist der Joker eigentlich an dieses ganze Zeug gekommen? Was macht Batman hier? Perfekt. Habe ich das schon ja, okay, habe ich schon. Oh. Sie haben einen verpassten Anruf. Hey, hab dich vermisst. Ruf mich zurück. Bis dann. Sie haben einen verpassten Anruf. Hallo? Weiß nicht, ob du meinen Anruf bekommen hast. Ich würde ja so gern mit dir reden. Ruf zurück, Bats! Sie haben einen verpassten Anruf. Bats! Also ehrlich! Du machst mich paranoid. Warum rufst du nicht zurück? Du bist doch nicht etwa gestorben, hä? Es gibt genau zwei Möglichkeiten. Lauf jetzt den Joker über, bleibt ihr am Leben. Beim Pinguin werdet ihr sterben. Ganz einfach. Für was entscheidet ihr euch? Bin dabei. Ja, ich auch. Okay, die Waffen sind bereits unterwegs. Was? Wir sollen ohne Waffen bei euch mitmachen? Vergiss es. Er sagte, die Waffen sind unterwegs. Es dauert nicht lang. Welchen Teil davon verstehst du nicht? Ganz ruhig. Wir sind jetzt alle Freunde. Stimmt's? Schätze ja. Es ist Batman! Das wird leicht, Batman. Na, verdammt. Du stirbst jetzt, Fledermaus. Wunderbar. Ich kann dir mehr Schmerzen zufügen, als du dir vorstellen kannst. Erzähl mir vom Riddler. Riddler? Okay, ich weiß nicht viel. Aber ich rede. Tut mir nicht weh. Kann ich nicht garantieren. Perfekt. Nochmal Joker-Szene. Das hört sich voll an, wie als wären die... Ah ne, über mir müssten sie sein, oder? Bewohner von Arkham, während ich zu Ihnen spreche, wird ein neuer Insasse in die Anlage gebracht. Die Älteren unter Ihnen werden in ihm Quincy Sharp erkennen, Bürgermeister von Gotham und gescheiterter Anstaltsleiter von Arkham Asylum. Bereiten Sie ihm bitte einen gebührenden Empfang. Das klingt nicht gut, oder? Nein, tut es nicht. Ich versteh's nicht. Wieso sollte Strange den Bürgermeister dort einliefern lassen? Ach, vergiss es. Wie zum Teufel konnte Strange eine Festnahme des Bürgermeisters durchsetzen? Ich weiß es nicht, aber ich werde es herausfinden. Na, praktisch, der ist ja ganz in der Nähe. Du bist der Grund dafür, dass...
toll. Warum greift er nicht an? Wenn du nicht gewesen wärst, wäre all das nie geschehen. Nein, bitte nicht! Ich will alles über Strange wissen und was Sie damit zu tun haben. Ich werde dir alles sagen. Strange ist in der Anstalt zu mir gekommen. Er sagte mir, dass er Freunde hätte, mächtige Freunde. Die Art von Freunden, die Dinge in Bewegung setzen können. Alles, was ich tun musste, war bei seinen Experimenten ein Auge zudrücken und mich um meinen Wahlkampf kümmern. Er sagte, seine Freunde würden für meinen Wahlsieg sorgen. Wer sind diese Leute? Ich weiß es nicht. Hab sie nie getroffen. Sie haben alles bezahlt. Geld war kein Problem. Ich musste nur Arkham City errichten und Strange als Leiter einsetzen. Es schien mir logisch zu sein. Der Abschaum Gothams musste bestraft werden. Es sollte mein Erbe sein. Strange hat alle, die Beweise gegen ihn haben könnten, beiseite geschafft und nach Arkham City geschickt. Genießen Sie Ihr Erbe. Bruce, die Biometriesensoren deines Anzugs melden deutliche Spitzen. Deine Gesundheit, es sieht nicht gut aus. Ich habe gerade mit unserem alten Freund Quincy Sharp gesprochen. Er hat bestätigt, dass Strange mit jemand anderem zusammenarbeitet. Ich werde rausfinden, mit wem. Was redest du denn da? Du musst dieses Blut sofort zu Freeze bringen. Mach ich. Aber vorher werde ich... Nein, nichts da. Du musst sofort zum GCPD zurück. Bitte, Bruce, tu's für mich. Ich habe dich beobachtet, Batman, um zu überprüfen, ob du bereit bist. Stand da gerade irgendwas von wegen ins Museum oder in irgendein anderes Gebäude? Nee, irgendwo in die Eisberg-Lounge. Hey Batman, hörst du mich? Hier spricht Officer Jones aus dem Museum. Ich hoffe, du hörst mich. Ich spreche in eins der Funkgeräte, das Pinguins Männer benutzt haben. Wir haben in Pinguins Sachen etwas gefunden, das dich interessieren könnte. Wir haben uns in der Eisberg-Lounge verschanzt. Komm mal vorbei, dann zeigen wir es dir. Dann machen wir das nämlich direkt als erstes, weil wir sind in der Nähe. City, eine Freakshow mit den Ausmaßen einer Stadt. Hast du nicht gesagt, dass du uns in die Eisberg-Lounge einbringen könntest? Du meintest, da sei alles... Es ist die blöde Fledermaus! Was willst du tun, Batman? Wunderbar. Also dann. Sieh zu, dass du von hier... Oh, du bist es. Die Tür ist auf, Mann. Komm rein.